BYD bereitet in China die Einführung eines neuen Elektrokleinwagens vor. Der BYD Seagull ist unterhalb des BYD Dolphin angesiedelt und soll im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen. Was der kleine Flitzer alles kann und was er kosten soll, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Aus chinesischen Medienberichten geht hervor, die sich auf einen von BYD eingereichten Zulassungsantrag für den Seagull beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie berufen, dass der Antrag neben technischen Daten auch erste Bilder enthält. Ob der Seagull wie Seal und Dolphin auf der E-Plattform 3.0 von BYD basiert, wird nicht explizit erwähnt. Bei dieser handelt es sich um eine reine Plattform für Elektrofahrzeuge, während es etwa die beiden Elektroautos Han und Tang in Märkten außerhalb Europas auch noch als Plug-in-Hybride gibt. Für Verbrennungsmotoren ist die E-Plattform 3.0 nicht mehr vorbereitet. Sie setzt auf eine Systemspannung von 800 Volt und die hauseigene LFP-Zellchemie, die übrigens auch der Seagull erhält. Im Falle des BYD Seal wird sogar der neue Cell-to-Body-Ansatz des Unternehmens angewendet, bei dem die Batterie direkt in die Fahrzeugkarosserie integriert wird. Über den BYD Seal habe ich schon ein aktuelles Video gemacht, welches ihr hier oben rechts verlinkt findet. Optisch wird sich der E-Kleinwagen Seagull demnach an der elektrischen Limousine Seal und am elektrischen Kompaktwagen Dolphin orientieren. Zusammen bilden sie die sogenannte Ocean-Serie. Es ist ein Fünftürer mit vier Sitzen. Äußerlich hat der Seagull scharf geschnittene Scheinwerfer und eine große Windschutzscheibe mit einem einzigen Scheibenwischer. Es hat einige Plastikverkleidungen am unteren Teil der Karosserie, damit es eher wie ein kleiner SUV aussieht. Von hinten bekam der Seagull einen sportlichen Dachspoiler und ein Rücklicht, welches dem BYD D1 ähnelt. Der BYD Seagull bleibt im Interieur in einer Reihe mit dem BYD Dolphin, hat aber einen kleineren Hauptbildschirm und eine andere Instrumententafel. Sein Mitteltunnel verfügt über zwei Getränkehalter und ein kabelloses Ladepad. Unter dem Mitteltunnel befindet sich sogar noch ein geräumiges Staufach mit einigen Ladeanschlüssen. Die DeSony IQ des gleichnamigen Premium-Wallbox-Hersteller aus Deutschland bringt mit ihr, wenn nicht sogar, die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter, farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut und somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox haben wollt, dann könnt ihr die DeSony IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DeSony IQ und weiter geht's! Der BYD Seagull ist 3,78 Meter lang, 1,71 Meter breit und 1,54 Meter hoch, bei einem Radstand von 2,5 Metern. Damit fällt er 345 mm kürzer, 55 mm schmaler und 30 mm niedriger aus als der BYD Dolphin. Das Leergewicht soll zwischen 1160 und 1240 Kilogramm liegen. Der Seagull leistet 55 kW gegenüber 70 kW beim Dolphin und besitzt eine LFP-Batterie mit noch unbekannter Kapazität. Auch die Ladegeschwindigkeit bleibt vorerst ein Rätsel. Es sind aber gerüchteweise wie beim Dolphin mehrere Batterieoptionen ab 30,7 Kilowattstunden vorgesehen. Vor einigen Monaten gab es übrigens von BYD dementierte Gerüchte, wonach in einigen Versionen des Dolphin, des Seagull und des Queen EV künftig Natrium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommen könnten. Der beim MIIT vorliegende Zulassungsantrag weist darauf hin, dass die Produktion des China-Stromers in Kürze beginnen und der Marktlaunch noch in diesem Jahr bevorstehen wird. Die Preise sollen zwischen 8.200 bis 13.700 Euro liegen. Bis zu einer offiziellen Preisangabe werden wir aber sicher nicht mehr lange warten müssen. Ob der unterhalb des Dolphin angesiedelte E-Kleinwagen auch nach Europa kommt, ist unklar. Wie ihr aus meinen bisherigen Videos zu BYD-Autos wisst, erwägt BYD neben dem bereits in Europa eingeführten E-Auto-Trio Atto 3, Tang und Han im Laufe diesen Jahres mit dem Seal und dem Dolphin nachzulegen. Für den Seal ist der Markteintritt 2023 inzwischen bestätigt.
Neben dem Seal habe ich natürlich auch ein Video zum Dolphin gemacht, das findet ihr ebenfalls hier oben rechts verlinkt. Wie würde euch der BYD Seagull gefallen? Was denkt ihr wäre der Preis, wenn es ihn in Deutschland gäbe? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- oder TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!